So, hi Leute, hier ist euer Dark Infected System. Ich habe mir heute mal gedacht, machst du mal ein Let's Play über Tomb Raider 1? Ich meine 2. 1 habe ich gar nicht. Tomb Raider 2 für die PlayStation 1. Ja, wie Sig Pappens immer sagte. Genau, fangen wir auch mal gleich mal damit an. Überspringen wir das mal. Tomb Raider 2, wie ich gesagt habe. Spiel, neues Spiel. Chinesische Mauer. Und auf geht's. Ja, wir wollen das Licht sehen, wir wollen nicht gegenlaufen, wir wollen über das Wasser ein bisschen klettern. Den erschießen wir jetzt nicht, weil er ist eigentlich nur Nebensache. Wir haben selbst ein kleines Minenkätzchen. Nein, ich habe keins. Und so eine schon ganz und gar nicht. Steuerung noch ein bisschen schwierig, funktioniert aber irgendwie schon. Später sind es zwei Minenkätzchen. Trotzdem werden wir sie nicht umlegen. Wir, ich, wie auch immer. Wir passen einfach besser, weil ihr irgendwie zugucken würdet. Hoffe ich mal. So, ich werde euch mal gleich ein Geheimnis zeigen, für alle, die es nicht wussten. Es ist aber da, es ist dort. Da liegt es, ich markiere es im Video. Weiter geht's aber hier. Steigen hier hoch, gehen links weiter, gehen hier hoch. Rennen und springen, ne? Hoffe ich mal, ne? Nein, das machen wir lieber nicht. Können wir hier hoch? Vielleicht ein bisschen einfacher dann. Ja, wir können hier hoch. Hier rüber. Hier hoch. Da, wo sonst lang. Rechts, Falltür. So ein bisschen schwimmen. Wir schwimmen hier lang. Zurück mit Anlauf und rüber. X nicht vergessen, sonst hält man sich nicht fest. Hier dran ziehen, sich umdrehen, laufen und springen. Natürlich nicht ins Wasser, wenn möglich drüben wieder ran. Raus, ein paar Geier abgeballern. Ich glaube, drei müssen es sein. Einer ist verreckt. Zwei ist auf dem Weg. Und zurück. Und zurück. Drei ist auch verreckt. Für den Schlüssel dort drüben müssen wir kurz mal runter. Ein bisschen schwimmen. Ach, das war. Achso, nee, das ist direkt der Geier. Jetzt kommt der Lara-Blitz. Aufheben, umdrehen und der Lara-Blitz. Bis mit Dragon Ball Z. Miezekatzchen, diesmal müssen wir sie vielleicht umlegen, wenn sie uns nerven. Aber ich hoffe, man lässt mich jetzt in Ruhe. Nein, lässt sie nicht. Nein, lässt mich ganz und gar nicht in Ruhe. Weil ich jetzt ein bisschen geguckt habe, wie ihr schon. Alter, hat sie mich gar nicht alles beachtet. So ist der Miezekatzchen leider ein bisschen ärgerlich. Jetzt müssen wir hier hoch. Ich habe das mal hinbekommen, dass man, wenn man so einen Schlüssel verwendet, dass sie das mit der Schrotflinte öffnet. Wie genau, weiß ich jetzt leider auch nicht mehr. Das war irgendwie so, wenn sie gerade eine Dings da hier Schlüssel auswählt, ganz schön zur Schrotflinte wechseln.
Und dann war es das irgendwie. So, jetzt ganz schnell Select. Schrotflinte wählen. Jetzt dürfte sie eigentlich die Schrotflinte rausziehen. Was sie aber jetzt nicht macht. Wieso auch immer. Wir wählen hier die Pistole, weil wir da drin ein paar Spinnen abknallen müssen. Und wo seid ihr? Da. Ich will immer noch ein paar. Nicht springen ran. Weil soweit ich weiß, müsste oben noch eine sein. Die auf uns wartet. Und Flora wartet. Schlüssel aufheben. Aha. Aha. Umdrehen. Runter. Fallen lassen. Öffnen, ja, wir wollen da durch. Wie so drei abgeseilten Spinnen. War das hier schon? Ja, hier waren die drei abgeseilten Spinnen. So, jetzt nehmen wir uns ein bisschen Medizin. Und hier ist immer noch eine Spinne. Und Schrotmunition. Aha. Ups, Verstärker. So, den ziehen wir ein Stück nach hinten. Gehen hier lang. Hier runter zu unserer Beatbox. Beatbox sage ich aus einem Grund, weil das so schöne Geräusche macht, wo man mit dem Beatbox zum Rhythmus prima was zumachen könnte. Und play. Für die, die Beatboxen können, könnten ja vielleicht hier einen Part einsetzen. Wird bestimmt cool klingen. Ich kann es leider nicht. Hier fallen lassen. Und da durchtauchen. Auftauchen. Natürlich so auftauchen, dass man nicht getroffen wird. Hoch. Jetzt muss man ein bisschen flott sein. Hier hängt meistens die CD ein bisschen, das hasse ich, aber es wird schon klappen. Ja, wie ich gewusst habe, hier hängt sie. Ich bin schon ein paar Mal gestorben, deswegen. Hochspringen. Da muss man sich hier lang drehen, hier schnell hoch, nichts aufheben. Das könnte euer Verhängnis werden, wie schon sehr oft bei mir passiert ist. Hier möglichst rüberspringen, wenn die CD nicht hängt. Ich bin gestorben. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns danach nochmal wieder, ne? So, Leute, hier bin ich wieder. Laufen, CD hängt diesmal nicht. Was für ein Glück. Springen wir nochmal hier rüber. Wie gesagt, wir heben nichts auf, weil das habe ich auch schon oft genug gemacht. Bin ich schon immer dran gestorben. Für die, die etwas schneller und flinker sind, die können es ja machen. Ich bezweifle, dass ihr das Spiel überhaupt noch spielen werdet. Hier rüber springen. Nochmal springen. Noch einmal springen. Hier ist ein Geheimnis, das habe ich nicht aufgehoben, weil ich bin sonst immer krepiert. Wie war das hier? Hier war irgendwo eine Ecke, ne? Ah ja, hier. Wo ist aber die Ecke? Und ab hier kann man wieder alles ein bisschen gechillter angehen. Hier braucht man sich nicht so abstressen. Ja. Nein, ein zurück. Wir wollen das ja ganz vorsichtig aufheben. Soweit ich weiß, passiert ja nichts. Aha. Genau, weil man noch ein bisschen früh genug vorne. Bei mir hängt das gerade ein bisschen, was mich nicht freut. Aber hier sollte man auch gut und einfach durchkommen. So, hier gibt's auch ein paar Spinnen. Wenn mein Erinnerungsvermögen. Ja, ich hab's gewusst.
kommt man auch, oh, schon hier ein paar Spinnen. Da kommt man auch unbeschadet runter. Ups. Da kommt man auch eigentlich hoch. Eigentlich. Aber wieso jetzt nicht? Keine Ahnung. Hier auch nicht. Egal, das ist nicht das, was ich meine. Ich weiß, dass man hier runterkommt. Ohne die Seilbahn zu benutzen. Wenn man so auf die andere Seite normalerweise kommt, aber wir wollen ja nicht auf die andere Seite. Wir wollen erstmal hier runter. Und das möglichst lebendig. Lässt man sich hier fallen. Und guckt sich nochmal in Ruhe um. Unten sieht man schon ein paar Skelette. Ich glaube, man kann da sogar jetzt rein, wo man sich hier. Ja, hier kann man rein. Was man hier findet, weiß ich leider nicht mehr. Oh, Fackeln findet man hier. Einen Schritt nach hinten aufheben. Aha. Ich glaube, das war ein Fehler. Ah, die CD hat kurz gehangen, deswegen hatte ich Angst gerade. Jedes Mal, wenn die CD anfängt zu starten, hängt das ganze Spiel. Ich glaube, das könnt ihr auch sehen. Runter, sieht schlecht aus, ich sehe nichts. Hoch, hoch. Sieht man noch nicht, ich werde erstmal nach oben. Oben kommt man weiter. Gehen wir mal nach unten. Ja, CD beruhigt dich, Mann. CD beruhigt dich. Ja, es ist so hell, man sieht alles. Ich mag mich jetzt aber auch nicht fallen lassen, weil ich jetzt nicht wirklich den Abstand berechnen kann, ob sie jetzt stirbt oder ob ich weiterleben kann. Jetzt kann ich sie fallen lassen. Da kommt man nicht weiter. Hier geht es ein bisschen weiter. Ich hole die Waffensicherheitshalbe raus. Ah ja, genau. Jetzt sind wir ja ganz unten. Hier dürften so ein paar Tiere auf uns warten. Ich glaube auch ein Dinosaurier. Ja. Mr. Rex. Mein Favorit, der mich schon öfters gekillt hat, soweit ich weiß. Ja, so einmal heilen, ne? Ich glaube, man sitzt zu gut in der Ecke. Das scheint für mich ein bisschen sinnvoll. Außer er hat euch schon mal ein bisschen aufgeknuspert. Ja, ich werde dann nochmal zurückgehen, dann sehen wir uns wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe es diesmal nicht so toll überlebt. Hab ein bisschen mehr abbekommen. Ich bin jetzt hier bei unserem Mr. Dino. Oder T-Rex. Diesmal werde ich das ein bisschen geschickter angehen. CD hängt nicht, das macht keinen Spaß. Mr. Rex. Schaffe ich das hier perfekt reinzuspringen? Ah, sieht gut aus. Ich werde jetzt nur was mit Springen abmessen. Ich werde zu unserem Rex hinspringen. Und jetzt wieder zurück, denn es müsste eigentlich kommen, oder? Mr. Rex? Da ist er ja. Oh, Alter, der ist aber fett. Das macht Aua, das weiß ich. Deswegen verpisse ich mich auch hier rein und wir versuchen ihn hier zu kämpfen. Sieht gut aus. Jedes Mal, wenn er geht, so ein fettes Erdbeben. Bisschen auf die Feigling-Taktik. Oh, unser Rex ist umgekippt.
Brawler, Fettwanz. Was hat er denn versteckt? Was Goldenes? Oder brennt da was? Ne, was Goldenes. Ach nö, ist nicht sein Ernst. Alter, brennt da noch was? Für uns. Ja, was sehe aber nix. Fackel wir an. Ach ne, genau, das war ja oben. Oder war das jetzt genau hier? Alter, noch so ein Rex. Alter, das weiß ich alles gar nicht mehr. Sicher nach oben und dann halt mal beenden. So, sicher nach oben kommt man hier wieder, hoffe ich mal. Sollte man, sagen wir es mal so. Irgendwie so. Ein Schritt noch. Ich sehe nichts, ich höre nur was. Ah, ich sehe was. Diesmal klettern wir ganz nach ganz oben. Wenn man von dort aus wieder zurückkommt. Man rennt hier lang, jumpt hier runter, stößt sich den Kopf, ja, ist geplant. Gut, alles dazu. Körper Fledermäuse, kümmert sich nicht drum, das Spiel hängt wieder. Fledermäuse, eklige Spinnen. Geht nochmal dorthin. Ein Schritt zur Seite, ein Schritt ran. Geht nochmal gelegentlich einen Schritt. Hier ran. Und stürzt ab, wenn man die Taste gedrückt halten muss. Wir sehen uns gleich nochmal dort. So Leute, hier bin ich wieder. Diesmal sieht es noch schlimmer für mich aus. Ich hoffe, ich überlebe das. Das, was ihr letztes Mal nicht gesehen habt, dass da drüben noch zwei Tiger sind oder was es sein sollen. Die auf mich warten. Also hier, bitte nicht vergessen, Taste gedrückt halten, sonst verreckt ihr. Das werde ich vielleicht auch schon so, wenn ich jetzt nicht überlebe den Sturz hier. So, ich weiß, dass hier noch zwei Tiere auf mich warten werden. Hier ist eins. Ich heile mich zur Sicherheit, ist besser. Ansonsten sterbe ich. Zwei Tiere, ich hab's gesagt. Was weiß ich, ich kämpfe jetzt aber nicht, ich renne einfach nur. Weil hier vorne ist schon das Ende. So leicht hat man das Level geschafft. So, ich verabschiede mich. Daumen nach oben, Daumen nach unten. Abonnieren, falls ich vergessen habe. Bis zum nächsten Mal. Oh, Verzeihung.